Florian Silbereisen kündigte an diesem Mai-Event mit Helene Fischer teilzunehmen. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Schaffläche abonnieren, um die neuesten Nachrichten von uns zu erhalten. Florian Silbereisen, eines der prominentesten Gesichter der deutschen Unterhaltungswelt, hat soeben bekannt gegeben, dass er im Mai bei einem Musikevent mit einzigen Geliebten Helene Fischer auftreten wird. Diese Ankündigung erregte die Aufmerksamkeit vieler Florian Silbereisens Fans, insbesondere nachdem er mit Beatrice Segli an die Öffentlichkeit gegangen war. Viele Menschen waren überrascht und sogar besorgt, als sie erfuhren, dass Florian Silbereisen mit Helene Fischer auftreten würde, der Frau, die er einst liebte. Damit werden die Gerüchte um Florian Silbereisen und Helene Fischer, die trotz ihrer langen Trennung immer noch in Kontakt bleiben, immer deutlicher. Viele Fans von Florian haben sogar Bedenken geäußert, dass Helene Fischer zurückkehren und seine Beziehung zu Beatrice Segli bedrohen könnte. Auch seine Fans können beunruhigt sein, denn er hat mehrfach bestätigt, dass er und Helene Fischer sich komplett getrennt haben und keine besondere Beziehung mehr haben. Darüber hinaus hat auch Beatrice Segli Vertrauen in ihre Gefühle für Florian Silbereisen geäußert und bekräftigt, dass sie in Liebe und Vertrauen für einander leben. Obwohl es immer noch Bedenken und Spekulationen um das Wiedersehen von Florian Silbereisen gibt, sollten seine Fans auf seine Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit zählen. Florian Silbereisen hat immer betreut, dass er Lügen hasst und sich und seinem Umfeld immer treu bleiben wird. Laut Florian Silbereisen war die Tatsache, dass er und Helene Fischer zusammen auftraten, eine Möglichkeit, die deutsche Schlagermusik zu feiern. Er betrachtet Schlager als fester Bestandteil der Kultur und möchte das Musikgenre einem noch bereiteten Publikum näher bringen. Allerdings erinnerte der Auftritt von Helene Fischer und Florian Silbereisen bei diesem Event auch viele Menschen an vergangenen Erinnerungen der beiden. Mit der Popularität und dem Erfolg beider hatten sie viele gemeinsame Projekte und wurden zu einem Kultpaar der deutschen Musikwelt. Trotz ihrer Trennung pflegen Florian Silbereisen und Helene Fischer ein professionelles und respektvolles Verhältnis. Das beweist auch ihr gemeinsamer Auftritt beim Schlagerboom.